Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3, The Wild Hunt, mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein. So, gestern hatten wir eine geile Folge, leider eine ab 18, deswegen habe ich die Abgabe der Quest eben auf heute verschoben. Problem ist nur, heute sollte eigentlich Chilling Sunday sein. Was ist das denn hier? Aha, und was fehlt da? Kleines rotes Muttergehen. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Weil ich habe gerade mal hier in Charakter reingeguckt. So, und hier habe ich ein großes rotes. So, hier habe ich aber nur so ein rotes. Ah, ich habe auch nur einen, ne? Ich hätte trotzdem gerne auch ein großes rotes. Nimm das mal raus. Und dann gucken wir mal bei der Alchemie. Blaues. Da fehlt. Grünes. Rotes. Macht zusammen. Scheiße, fehlt noch einer. So ein Dreck. Ich sehe schon, die roten, die sind rar gesät. Was ist hier mit dem blauen? Kann ich den nicht selber bauen oder was? Ich muss, glaube ich, mal aufpassen, dass ich nicht die ganzen Mutagene da zusammenwürfe. Aber ein großes rotes hätte ich gerne noch. Naja, gut. Dann halt wieder rin hier. 14% Angriffskraft. Ja, ist schon gut, ne? Aber ich hätte gerne die 40 auch nochmal. Ich muss sowieso noch mal hier in den Charakterbaum, muss ich noch mal reingucken irgendwie. Dass alles so Taco ist, wie es ist. Was ist das denn hier? Relikt. Kann ich das auch irgendwo reinbuttern? Ach, das ist grün. Alles klar. Ja, meine Rot-Grün-Schwäche, ne? Also. Ich wusste nicht, das Relikt. Also hier für diese Dinger, da gibt es anscheinend keine Mutagene, oder? Sehe ich das falsch? Gibt grüne, blaue und rote, ne? Ah, gut. So. Geraldo. Oh, die Schildkröte streckt den Kopf raus. Die Schildkröte? Kackst du gerade meine Hose, oder was? Du hast aber feine Rasierklingen. So ein Mist. Brauchst nicht zu schubsen, Hexer. Was treiben die da? Spiel. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Quint? Hast du schon mal Quint gespielt? Ein Unsterblicher fordert die Erfüllung von drei Wünschen und du fragst ernsthaft nach einer Partie Quint? Ja. Angst zu verlieren? Kein Problem. Ich finde schon jemanden. Das ist der größte Affront, den ich je vernommen habe. Leg deine Karten aus. Was meint er mit Affront? Ja, komm, wir bleiben hier bei den Nördlichen. Ich glaube, die sind...
eher mit Monster, so eine Kacke. Na egal. Behalte ich auf jeden Fall. Ja, Strömer Regen kommt weg. Dann. Lass mal gucken. Du Sackgesicht, wirklich. Du Sackgesicht, wirklich. Aha, Rittersporn. Habe ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Was ist das für ein Vieh? Interessant, interessant. Toll. Tolle Wurst. Verschissen. Ah ne, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Geil. Sauber, Junge. Unsterblicher. Scheiße. Ich hasse es zu verlieren. Karte, ja. Nun, Glückwunsch. Diese Karte gehört dir. Danke. Sehr schön. So, Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir. Er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben.
Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Beides. Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odim hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein, konnte er haben. Tja, kann passieren, ne? Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. War es das oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück und viel Spaß. Wenn das genauso viel Spaß macht wie die letzte Quest, dann sehr gerne. Die Sause des toten Mannes. Bist du nicht fremd, wie? Holla, du hast aber feine Rasierklingen. Ich sag dir das. Seine Majestät, König Radovid, ist ein strenger, aber gerechter Herrscher. So, geht zum Auktionshaus und 58 mehr, ja klar. Oder 58 Schritt, wie auch immer. Wenn wir gerade hier sind, ne, kann man ja mal eben machen. Ist das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Ja, auktionieren. Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun piss dich mal nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nichts. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission, Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner, den geschätzten Horst Borsodi. Ja?
ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen, ganz einfach. Oh, mir war schon klar, dass das nicht einfach wird. Werden schon ein... Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimmer Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Das ist richtig. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Ja, super Zwerg. Aber meine Befehle? Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Ich mag unseren neuen Bademantel. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Ja, ihn hätte ich gerne weggehauen, aber den anderen nicht. Der andere war cool. Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Mhm. Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsodi sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Sag mal, Vivaldi, kann ich bei dir auch noch mal wechseln hier? Alle so groß. Man meint, der Raum wäre voller Pferde. Geralt, wie wär's mit einer Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wim. Da hat er recht. Da hat er recht. Geralt, der weiß mehr als mancher Deutscher. Wim, dies ist ein Bankett. Ja? Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Geralt und die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hattest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Gegrüßt seid ihr, ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Geralt von Riva.
Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Geralt. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Mhm. Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Was? Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Was hast du denn hier? Schema Vipon-Rüstung. Stufe 39. Ja. Muss ich haben, ne? Ich erinnere mich noch an das Vipon-Schwert. Was haben wir denn hier für dich? Guck mal hier, das kannst du auch haben. Das kannst du haben. Hasenohren haben? Ah, ein. Na gut. Aber für die Trophäen zahlt es auch nicht viel. Nö, da muss schon tief in die Tasche greifen, Mädel. Was hat's? Was hat sie hier? Was ist das? Zerknitterter Brief, habe ich noch nicht gelesen? Brief mit Befehlen. Auch noch nicht gelesen. Ich muss mal wieder ein bisschen was vorlesen. Na gut. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Geralt, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Warte mal. Hm, verschütteter Wein, sonst nichts. Hm. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter,
Ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich. Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung, also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Wesemir geht es gut. Wunderbar sogar. Seinen Schnurrbart hat er auch noch. Ich bin froh, das zu hören. Und hat er je eine Gefährtin gefunden? Nein, ich habe ihn seit 50 Jahren mit keiner Frau gesehen. Die anderen und ich haben uns oft gefragt, warum nicht? Wie schade. Wie schade, dass unsere Geschichte nicht anders verlaufen ist. Ich hätte ihm nachreiten sollen. Sag ihm bitte nichts, wenn du ihn siehst. Es reicht, dass meine alten Wunden aufgerissen wurden. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irren. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Carpe diem. Nutze den Tag, bevor du auf dem Balkon stehst und Dinge bereust, so nie getan zu haben. Herzog Kleuwert hat doch bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Gerald von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Auch. Kein übler Satz, Nilfgaard, aber ich ziehe trotzdem die nördlichen Königreiche vor. Ah, verstehe. Ein Patriot. Du musst wissen, Hilbert. Gerald hier ist ein Spitzenspieler. Spitze. Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker, wie wär's mit einem Ründchen? Da sag ich nie nein. Komm, Kalle. Sind wir mal mutig. Es geht wohl nicht um Sieg oder Niederlage. Gut, ich bin dabei. Herrlich. Ich lege meine Karten aus. Natürlich. Gerald, kommst du mal auf ein Wort? Kartenglück, Kartenglück, Kartenglück. Also, Kumpel, ich hab euch doch verkuppelt. Da finde ich, mir steht ein Teil des Gewinns zu, wenn du... Alter, du bist echt aus meiner Branche, Finderlohn, ne? Quasi. Jetzt ist mir klar, warum du uns vorgestellt hast. Zu meinen professionellen Erkenntnissen gehört, dass Geld nicht stinkt. Also, was sagst du? Ja, komm, hier. Naja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Gut, 10% meines Gewinns sind dein. Wie wär's mit 15? Übertreib. Jetzt werd nicht frech.
Na gut, abgemacht. Das sind Finanzreinis. Genau so und nicht anders. So, klirrende Kälte, strömender Regen, einmal Nebel, einmal gutes Wetter. Das ist eigentlich, lässt sich hier nichts mehr verbessern. Finte, strömender Regen. Kann ich einen austun? Ja, kann ich auch einen von weg tun. Ich bin am Zug. Okay. Womit beginnen wir denn? Komm, hier, Ciri. Ja, da mache ich ja. Okay. Nimm mit. Fuck. Sackgesicht. Nicht schlecht, aber mir kannst du nicht das Wasser reichen. Ach ja? Wie wär's mit einer Revanche? Tut mir leid, Kollege. Ich spiele nur einmal gegen jemanden. War fail, wie die Spitzohren sagen. Ach, so ein Pech, Geralt. Woher hast du diese Karten? Aus der Mülltonne? Die haben's ja noch nicht gebracht, was? Nee, haben sie nicht. Schade. Schade. Oh, wen haben wir hier? Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo, Vivaldi. Wer ist das? Geralt von Riva.
Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Ah, sind wir also auf Profitpirsch, wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knoops ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knoop, dem Meister aus Maribor? Edward van der Knoop. Das ist ein Holländer, ne? Hat's hier. Ach was. Der Kaufmann mit der Perle, ist doch klar. Sieh einer an. Wer hätte das gedacht? Auf ein Wort unter 4 Augen. Habe ich richtig? Alter, 20% Chance. Pertinenz. Ich hielt dich für einen Banausen von Vivaldis Schlag. Ich sollte Abbitte leisten, also verrate ich dir ein Geheimnis. Heute kommt ein Van Gogh unter den Hammer. Van Gogh? Der Maler ist weitgehend unbekannt, hat aber in Markus Hottgeson, dem Buchverkäufer am Novigrader Marktplatz, einen großen Bewunderer. Ich wette, dass du ihm das Werk mit sattem Gewinn verkaufen kannst. Danke. Nichts zu danken. Jetzt entschuldige mich bitte. Meine Freunde warten. Und? Was hat er dir gesagt? Ich soll den Van Gogh kaufen. Anscheinend ist dieser Buchverkäufer in Novigrad bereit, gutes Geld für sein Werk zu bezahlen. Ach, wer hätte das gedacht? Also gut, gehen wir. Farbklecks auf Farbklecks. Schon von der Menge kriege ich Kopfweh. Ja, gut. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ach, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Ja, klar. Mist, ey, das Gewinnspiel verkackt. Oh, ich habe so schlecht gespielt. Ich hätte die eisklirrende Kälte ausspielen sollen. Wimmel, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen 3 Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf. Und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten?
Der weißhaarige Herr bietet 200. Hören wir 250? 200 zum ersten, zum zweiten, zum... Prächtig, Gräfin Mignole bietet 250. Höre ich 300? Ach komm. Ja, sag mal so B sagen. Na, ne? Aber wie rasant. 300 zum ersten, zum zweiten. Hören wir 350? 300 zum dritten. Verkauft an den weißhaarigen Herrn Objekt Nummer 1. Die geheimnisvolle Messingfigur. Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2. Ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Roch. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen wertes Publikum. Das ist praktisch geschenkt. Klar, nimm ich. Oh, wir haben einen Mieter. Sogar einen Katzenäugigen. 20, höre ich 30? Verzeih mir, Geralt. Aber Geschäft ist Geschäft. 30 von Wimme Vivaldi. Bietet jemand 40? 30 zum ersten. Zum zweiten? Aha, der weißhaarige Herr bietet 40. Wer ich merke gerade, ich hätte dem Zwerg nicht sagen zum sollen. Zum zweiten? Vivaldi, der Bankier, gibt nicht so schnell auf. Vivaldi! Bietet jemand mehr? 50 zum ersten. Zum zweiten? Letzte Chance, wertes Publikum. Gucken, wer tiefere Taschen hat. Oh, ein Geburtskrieg. 60. Wie aufregend. Bietet jemand mehr? 60 zum ersten. 60 zum zweiten. Ach, nimm du's, Geralt. Verkauft! Sternennacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Objekt Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn, eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen, gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnmeister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Iwanowitsch Zaitsev. Zum ersten, zum zweiten. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum ersten, zum zweiten. Verkauft! Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung. Kauffrau, Trophäe halten. Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Oh, scheiße. Folges mir rum. Oh, Geralt, schau. Horst Borsody. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... nicht eingeladen ist. Ey. Aber du hast an meiner Anwesenheit verdient. Ich habe ein gutes Sümmchen hier gelassen. Ich bin nicht Vivaldi. Profit allein reicht mir nicht. Ich will mehr. Das Auktionshaus ist vor allem ein Treffpunkt für die lokale Elite. Offenkundig passt ein Wandermutant hier nicht rein. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Auktionshaus der Borsodis. Die Mehrzahl in dem Namen ist doch kein Zufall. Hast du einen Verwandten, mit dem ich reden kann? Einen, der, nun, nicht ganz so ätzend ist wie du? Der Name ist historisch, Geralt. Das Auktionshaus wurde von zwei Brüdern gegründet. Horsts Vater und seinem Onkel. In dieser Generation... Es gibt mich und nur mich. Kommt zur Sache sofort. Schön. Sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo?
von Olgierd von Everick. Sagt dir das was? Tut es. Wache, bringt den Hexer raus und lasst ihn nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! What the fuck? Was habe ich denn jetzt wieder für einen Scheiß gemacht? Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Mhm. Treffpunkt für die Elite, wie wahr? Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Kämpfen, Jungs! Alter. Alter. Oh, der Welpe hat Zähnchen. Rechts, links, dann oben auf die Birne. Alter Mann, ey, das, ja. Deine Schwerter, Meister. Ich verkack jeden scheiß Zweikampf auf Todesmarsch. Fick dich. Hinterleger weigert sich zu bestätigen. Feldwebel Figner. Schönen Tag noch. Es stimmt schon. Viele gegen einen. Da ist selbst ein Hexer im Eimer. Das kann ich dir wohl mal sagen. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borsodis Haus niemals. Und du kannst mir helfen? Wir können einander helfen. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich da niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist... Bis dann. Hoffentlich. Jawohl, Sesam öffne dich. So, in alter guter Tradition verkacke ich hier wieder eine Menge und halt nicht neu, so wie Gronkh. Was passiert, passiert, so ist das nun mal. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich den Arsch wieder vollgekriegt habe und ich leider das Gewinnspiel verkackt habe. Aus Dummheit. Wirklich. War ein Fail. Naja, ich wünsche euch was. Bye, bye.